Widerstand ist zwecklos. Hallo zusammen. Solche ferngesteuerten Autos kennt jeder. Wahrscheinlich hatten die meisten auch eins. Das hier ist ein Ferrari Enzo Ferrari mit einer 3-Kanal-Fernsteuerung. Dieser Ferrari ist mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet, allerdings ohne Rücklichter. Diese Modelle sind ja ganz einfach aufgebaut. Der hier zum Beispiel hat einen Motor für den Antrieb, einen Motor für die Lenkung und ein Empfangsgerät. Eine Besonderheit hat das Modell noch: beim Lenken blinkt der jeweilige Scheinwerfer. Aber in diesem Film geht es nicht um diesen Ferrari, sondern um meine neueste Errungenschaft. Und ich hoffe, dass die bald eintrifft. Und hier ist das Modell, um das es geht. Ein Wüstenbuggy, der Apache C1 von HPI. So, und jetzt mal gucken, was alles so in der Verpackung ist. Und da haben wir eine CD, die Bedienanleitung und jede Menge Aufkleber. Außerdem eine Zeitschrift. Ein Karton im Karton. Und natürlich das Auto. Der sieht doch richtig gut aus. Kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Und was ist in dem Karton von dem Karton? Da hätten wir die Fernbedienung, eine TF40. Außerdem noch Werkzeug, 4 verschiedene Imbusschlüssel und den Radschlüssel und ein paar Ersatzteile. Die Fernbedienung wird betrieben mit 4x 1,5 Volt Batterien der Größe AA. Soweit so gut. Was könnte ich euch jetzt über das Auto erzählen? Hier seht ihr also das Auto ohne Karosserie und ohne Reifen. Der Motor ist ein Brushless Motor mit 2350 Umdrehungen pro Volt. Das Motorritzel und das Hauptzahnrad bestehen aus Stahl. Der Dreikanalempfänger ist mit einer Fail-Safe-Funktion ausgestattet und sitzt in einem wassergeschützten Gehäuse. Die Dämpfer haben eine Länge von 102 mm und einen Durchmesser von 23 mm. Hier sieht man die Scheinwerferattrappen, die man, wenn man will, mit LEDs nachrüsten kann. Im Vordergrund des Bildes sieht man den Batteriehalter. Der besteht aus zwei Teilen, die verstellbar sind. Die Batterien werden durch Klettbänder gehalten. Die Reifen sind den originalen Yokohama mit MT-Profil nachempfunden. Das Ersatzrad ist nur eine Attrappe. Darunter befindet sich der Regler, der nicht wassergeschützt ist. Für die Stromversorgung meines Autos habe ich zwei LiPos gekauft, zwei Powerpacks mit je 3800 mA und 30 C. Da die Stecker an den Akkus, die ich gekauft habe, nicht passend sind für den Regler, habe ich mir Ersatzkabel mit passenden Steckern besorgt. Außerdem brauchte ich noch ein Adapterkabel für den Balancestecker.
Bei diesem Akkutyp hat man den Vorteil, dass sich die Kabel einfach austauschen lassen. Beim Austauschen der Kabel am Akku unbedingt darauf achten, dass Plus und Minus wieder richtig angeschlossen sind. Das Ladegerät B6AC, das ich gekauft habe, hat den Vorteil, dass es entweder an 220 Volt angeschlossen werden kann oder an einer Stromquelle zwischen 11 und 18 Volt, also sprich an der Autobatterie zum Beispiel. Der Balancestecker sorgt dafür, dass alle Zellen gleichmäßig geladen werden. Wenn man jetzt alle Kabel angeschlossen hat, den Balancestecker, das Ladekabel und die Stromversorgung für das Ladegerät, muss man an dem Ladegerät nur noch das richtige Programm für den Akku einstellen und dann kann es losgehen mit dem Ladevorgang. Nach dem ersten Einstellen stellte sich mir die Frage, woher ich weiß, mit wie viel Strom der Akku geladen werden darf. Diese Information habe ich dann auf der Verpackung gefunden. So, jetzt fehlt mir nur noch das geeignete Gelände, um das Ganze zu testen. Und das Gelände habe ich gefunden bei einem Spaziergang durch den Wald. In meinem nächsten Film zeige ich euch dann den Ritt durchs Gelände. Bis zum nächsten Mal. Ciao.